unterwegs auf einem kleinen Reißersegelboot, einem Grabner Happy Cat, gemeinsam mit unseren zwei Hunden und schwer beladen mit Zeltgepäck. So sind wir hier unterwegs in nordischer Wildnis und das gefällt uns. Wer wie gestern Abend? Das, was wir hier treiben, ist für uns anspruchsvolles Segeln fernab der Zivilisation und setzt gute, beste Qualität unserer Ausrüstung voraus. Das betrifft in erster Linie unser segelbarer Untersatz, diese Grabner Happy Cats, die wir hierfür verwenden, aber auch unsere Zeltausrüstung, unsere Klamotten und insgesamt alles, was wir brauchen, um mehrere Tage draußen in der Wildnis unterwegs sein zu können. Es gibt höchst unterschiedliche Arten, mit Hilfe der Windkraft beim Segeln unterwegs zu sein. Einmal gibt es die sportliche Variante, das heißt das Wettkampfsegeln mit anderen um die Wette fahren auf einem Dreieckskurs. Es gibt die Möglichkeit, so einen Katamaran, auch einen Happy Cat, kilometerweit auf einem Schwimmer zu segeln. Das ist dann so das Show-Segeln. Und es gibt die Möglichkeit,
Ja, mithilfe des Windes, mithilfe eines funktionalen Bootes, Landschaften, Küstenlandschaften, Seen und Meeresküsten zu erkunden und dabei in Gegenden vorzudringen, die man zu Fuß oder anderswie nicht erreicht, sondern nur über das Wasser. Und das noch lautlos, ohne Motor, ohne Krach, ohne Gestank. Und wenn der Wind nachlässt, wie gerade in diesem Moment, dann wird auch auf dem Segelboot gepaddelt. Beim Wandersegeln auf kleinen Reisesegelbooten, in erster Linie Reisekatamaranen der Firma Grabner aus Österreich, ja, da treiben wir uns am liebsten in Europas Norden rum. Hier ist es menschenleer, hier ist die Natur noch gut in Schuss. Ja, und hier sind wir unterwegs auf weitläufigen Seensystemen und segeln quasi auf Trinkwasser. Und das hat seine Vorteile, was das Gepäck betrifft. Sind wir auf dem Mittelmeer unterwegs, wie demnächst auf der Insel Elba oder anderswo im Süden, dann können wir ja nur kurze Touren machen, die nicht so weit sind, weil wir immer eine Menge Wasser brauchen, eine Menge Trinkwasser für unsere Hunde und natürlich auch für uns und auch zum Kochen und zum Kaffee trinken und so weiter. Das ist im Norden alles ganz easy, dort vor allen Dingen in den Inlandseen, auf den Binnenrevieren. Dort kann man Wasser trinken, kann man das Wasser, auf dem wir hier gerade segeln, direkt mit der Tasse aus dem See schöpfen und damit seinen Durst stillen. Das können auch unsere Hunde, die täglich auch jede Menge Wasser brauchen. Und so ist für uns die Segellogistik in Europas Norden natürlich einfacher wie im Süden. Aber das wird uns trotzdem nicht abhalten, in Kürze auf der Insel Elba zu segeln, zu versuchen, auch die Insel Elba mit Zeltgepäck zu umrunden. Und dort ist es allerdings möglich, dass wir ab und zu anlanden und in Ortschaften, Gaststätten, Strandcafés und anderswo immer wieder täglich neues Wasser bunkern. Beim Segeltrekking, beim Segelwandern über mehrere Tage sind wir auf unseren Touren nicht zwangsläufig tagtäglich mit unserem kompletten Hausstand unterwegs. Das ist nicht immer nötig, denn wenn wir irgendwo ein wunderschönes Basislager gefunden haben, meist auf einer abgelegenen Insel, auf einer Robinson-Insel, dann lassen wir das Zelt dort stehen, lassen unsere Ausrüstung weitgehend zurück und ziehen in Tagestouren weiter, um weitere Insellandschaften, Küstenlandschaften zu erkunden. Dabei ist es notwendig, dass wir genau die Orientierung behalten, denn es kann mal passieren, dass wir abends unser Lager nicht mehr finden. Und wenn dann auch das schlechte oder Wetter schlecht wird und wir dann irgendwo ohne jegliche Ausrüstung bivakieren müssen auf irgendwelchen Robinson-Inseln, dann wird es richtig spannend. Es macht also Sinn, auf solchen Touren ja GPS zu benutzen, um auch relativ sicher wieder zurückzufinden, wo man gestartet ist, wo sich das Basislager befindet, wo alles Überlebenswichtige, ja, gebunkert ist. Aber eine solche Art des Tourens, eine solche Art des Wasserwanderns, eine solche Art mit Windkraft unterwegs zu sein, macht uns natürlich höllisch Spaß. Und da freuen wir uns immer, wenn wir dafür funktionale Boote unterm Hintern haben. Die müssen nicht groß sein, die müssen nicht schwer sein, die müssen leichtwendig und hochstabil sein. Das ist das Wichtigste, dass wir keine Angst haben müssen, dass uns ein Segelgerät im Stich lässt, dass irgendetwas kaputt geht und dass wir dann richtig ein Problem bekommen. Tja, und da wir sehr ungern mit Angst im Nacken draußen in der Natur unterwegs sind, es ist ja immer schon spannend genug, freuen wir uns total auf den neuen Happy Cat Hurricane. Denn nach dem, was wir darüber über dieses Boot erfahren haben, was wir bisher gesehen haben von diesem Boot, genügt dieses neue Reisesegelboot der Firma Grabner höchsten Ansprüchen, segeltechnisch, materialtechnisch und expeditionstechnisch.
Und da freuen wir uns jetzt schon tierig drauf, wenn wir in Kürze mit diesem neuen Happy Get Hurricane draußen unterwegs sind. Zunächst demnächst auf Elba. Später haben wir im Plan, die Orlandinseln in der nördlichen Nordsee, Ostsee mit dem Hurricane zu erkunden. Und ich glaube, da haben wir nun in Kürze das richtige Boot für uns, für solche Anlässe zum Segeltrekking, zum Wandersegeln unter dem Hintern.